Und wir sind wirklich schon wieder schwer beeindruckt. Und Tagchen! Wir sind gestern gelandet auf Koh Yao Yai. Genau, also das ist eine Insel vor Phuket. Wir blenden es euch mal ein. So eine halbe Stunde ungefähr haben wir hierher gebraucht von Phuket. Und sie ist bekannt als Honeymoon-Destination. Wir konnten gestern noch nicht viel von der Insel sehen. Wir haben nur gemerkt, sie ist so weitläufig. Und wir haben auf der Karte geschaut beim Apps.me. Uns stehen viele Kilometer Rollerfahrt heute bevor. Ja, ja. Also es macht doch richtig Spaß hier zu fahren. Es fühlt sich ein bisschen an vom Feeling wie Kukut damals. Es ist eine sehr große Insel, sehr viel Natur und man kann einfach richtig geil mit dem Roller rumcruisen. Wir nehmen euch mit und schauen uns gemeinsam die schönsten Strände hier an. Wie gesagt, wir waren gestern schon ein bisschen unterwegs, haben schon ein paar Sachen gesehen. Da war ziemliche Ebbe, man konnte ewig weit rauslaufen, aber jetzt ist es vormittags und da sollte das Meer wieder da sein. Also wir sind richtig gespannt, wie genau. Es aussieht. Ja. Ja, und es ist jetzt morgens um 7, wir düsen auch jetzt los, weil wie gesagt, wir wollen die Flut erwischen. Also los geht's. Dreaming so much lately about your face when you're smiling. It's the only thing that saves me. Es ist echt geil, weil es ist morgens um 7 und es sind nur ein paar Einheimische unterwegs und es ist echt noch relativ kühl, weil alter Schwede, gestern Mittag hat es hier runtergebrannt. Es hatte echt, glaube ich, 37, 38 Grad oder so. Es war so heiß. Die Einheimischen haben auch schon gesagt, so heiß wie seit langem nicht mehr und es gab ewig schon keinen Regen mehr. Deswegen geil, dass wir so früh unterwegs sind. Let's go. Wow, Tau, ne? Im Roller, ja. Was? Alles ganz feucht. I don't know if I told you that I think you're beautiful and how I can't wait to hold you. Yeah, you pull me up when I'm falling down and I don't know what I would do without you. Yeah, you pull me up when I'm falling down. Hey, now look into my eyes. You can use them as a mirror, baby. You're my ticket to paradise. Hey, now everything's alright. We've been longing for each other and it feels like I'm on cloud. Das krass, jetzt schon ein bisschen ever heftig. Aber sieht ganz nice aus. Ja. Glas klar. Nein, jetzt sei ehrlich. Glas klar. Es ist Glas klar. Ich lass mal mich das checken. Es ist Glas klar, aber es ist echt kühl und irgendwie komisch. Ich würde jetzt nicht unbedingt da voll rein wollen gerade. Man könnte jetzt ewig weit rauslaufen. Ja, ich glaube auch ewig. Also es ist wirklich flach. Übrigens, ich blende euch mal kurz ein, wo wir sind. Und zwar an dem Ao Son Beach sind wir. Der ist recht einfach zu finden. Man kann bis vorne hinfahren. Und der soll einer der einsamsten Strände der Insel sein. Und ich meine, jetzt sind wir auch allein. Und gestern Nachmittag waren noch, glaube ich, 4 Leute mit uns hier. Das geht schon klar. Wir fahren jetzt mal weiter, weil man merkt, das Meer zieht sich jetzt schon zurück. Mhm. Und wir wollen das, ja, es gibt noch eine Menge andere Strände. Ja, oder? Und ich habe keine Lust, die alle nur bei Ebbe zu sehen, sondern man kann den Strand eigentlich nur beurteilen, wenn da Wasser auch da ist und nicht so eine Wattwanderung. Eben, jetzt können wir zur Nordsee gehen. I don't wanna be without you. This is something that I know for sure. It's just something about you. I just want more. Tell me what you wanna do right now. Tell me what you wanna do tonight. I really don't care as long as I'm with you. Schau dir das an. Hey, now look into my eyes. You can use them as a mirror, baby. Waterproof. Ah doch, ist es schon klar. Bisschen trüb, aber. Das ist verdammt kühl, oder? Es ist echt kalt. Ich weiß nicht, warum hier das Wasser so kalt ist. Vielleicht an den, weil hier so viele Berge sind und die irgendwie so viel Schatten werfen. Oder? Warum ist das Wasser so eiskalt? Das stört mich. Ja, es ist schon kalt. Patricia. Ich weiß es nicht. Es ist
wirklich kalt. Naja, aber frisch, ja, doch. Also für Südostasien, sag ich mal. Ja. Weil zum Beispiel auf Khao Lak, da war das Wasser hat immer von der Farbe her so türkis. Mhm. Voll spannend, ey. Aber jetzt, wie sieht es aus, wenn man so hinter uns guckt? Wie sieht es aus? Voll geil, 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 ja, man geil, du. Ist jetzt endlich mal hier. Ist geil, geil. Man ist jetzt endlich mal hier. Berühmte Landzunge. Wir blenden es euch mal ein, wo wir sind. Und die ist ganz in der Nähe da, wo wir auch wohnen. Also voll praktisch. Es ist traumhaft schön. Also wer auf Koh Yai ist, muss hierher kommen. Vormittags, wenn noch Flut ist. Es ist traumhaft. Das Wasser ist sehr klar. Trotz allem ist es aber nicht so türkis. Also zum Beispiel auf Kukut oder Kulipe, da ist das Wasser ganz türkis. Und hier irgendwie nicht. Es ist durchsichtig, klar, aber nicht türkis. Das wäre noch das i-Tüpfelchen, sage ich mal. Aber es ist schon traumhaft, also schon eine besondere Kulisse. Red him on a sunny day in late July and everything turned upside down. I almost lost track of time as weeks went by, I couldn't get him off. Wir haben gerade einen kurzen Stopp in der Unterkunft gemacht, weil wir hier vorbeigefahren sind und haben Wasser aufgefüllt und so. Und dann zeige ich so Matthias, an welchem Strand wir fahren und was war da nicht. Ich verstehe. Deine Aussage. Du hast gesagt, wir können gleich Feierabend. Ja, 19 Kilometer ist so weit. Die Strecken hier sind so abartig weit, aber ja, einfach 19 Kilometer. Das ist auch das Geile. Also es ist halt jede Menge Natur und du merkst, wenn du Roller fährst, diese frische Luft, dann fährst du meistens links neben dir, hast du das Meer. Also es macht halt auch richtig Bock. I want that great love, like standing in the middle of a bonfire. Don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how we lost track of everything but each other. Mein Gott, schaut euch das an, das Wasser sieht krass aus. Ich glaube, da müssen wir jetzt aber rein. Das sieht epic neck aus. Oh. Aber steinig, oder? Ja, stony. Ja, ja. Steinig ist es deswegen auch so klar, weil Steine machen das Wasser auch immer, habe ich das Gefühl, ist schon klar. Echt? Ja. Also, au, das tut schon weh, ey. Aber da dann wieder die Sand dazwischen. Das ist ja, so klar und türkis. Was ist da, wo es dunkel ist? Steine mit Moos bewachsen. Krass. Ja, da müsste man fast so drüber dümpeln, schwimmen und dann da hinten, gell, wo es hell ist. Also wir sind gerade am Aumorang Beach. Der ist ganz unten. Wir sind wirklich 20 Kilometer gefahren, aber es hat sich sowas von gelohnt. Man ist hier alleine am ganzen Strand. Das ist so heftig. Wasser glasklar. Das Einzige, es sind halt viele Steine im Wasser. Ich glaube, die machen das auch so schön klar. Aber es geht. Man muss nur ein kurzes Stück drüber und dann ist hauptsächlich Sand. Und es ist so klar und herrlich. Und wie gesagt, wir sind alleine. Also Top-Empfehlung bis jetzt vom Wasser. Der schönste Strand auf der Insel. Tell me how we messed up. Drifting away from each other. Didn't wanna let you go. Oh, oh, oh. Cause we wanted different things. And I have to deal with it. But it's not easy. So tell me how to let go. Cause you really seem to know how to carry on your own. Since I got a good look in his eyes, I just knew that he was special. He said he wanted to take it slow, but I couldn't help that I wanted to take it to the next level. Cause I wanted that great love, like standing in the middle of a bonfire. Don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Also jetzt sind wir am Loh Yak Strand, blende ich euch hier mal ein. Und wir sind wirklich schon wieder schwer beeindruckt. Der Sand ist wirklich weiß, er ist pudrig, er ist sauber. Drinnen ist es klar, das Wasser. Es ist türkis, es ist auch nicht steinig. Hast du noch irgendwas hinzuzufügen? Palmen gibt es. Schatten. Es gibt sogar Palmen und Schatten. Also im Moment sind wir ganz glücklich. Ja, ich glaube, abends hat es auch einen netten Flair, weil hier auch ein paar Restaurants sind so vereinzelt. Ich finde es sehr, sehr schön. Das ist der schönste, glaube ich. Mir ist juckt.
Aber es sieht auch nicht wie ein Mückenstich aus, Mess. Nee, weil es so länglich ist. Und du hast vorher im Wasser, wo hat es dich denn gebrannt vorher im Wasser? An welcher Stelle? Nicht an der. Ach so. Naja, es wird schon nichts. So, wenn es eine Qualle ist, dann würde ich wahrscheinlich anders aussehen. Ja, wahrscheinlich. Ich habe auch sowas, Mess. Guck mal hier, das ist doch auch nicht normal. Ja, aber es wird schon nichts Schlimmes sein, denke ich jetzt an. Also der Strand, wo wir jetzt gerade waren, der war so geil. Also das kommt schon sehr nah an meine Vorstellung von einem Paradies- und Traumstrand. Also da fehlt echt nicht mehr viel, muss ich sagen. Und jetzt fahren wir noch an den Hauptstrand der Insel und gehen da noch was Mittagessen. Wir sind jetzt am Lopare Beach. Boom. Das ist quasi der Hauptstrand der Insel, wo es so am meisten los ist. Und wir waren auch gestern Abend schon hier, es war auch ganz nett, gell? Ja, also es sind ziemlich viele Yachten auch hier im Hintergrund und man riecht auch den Ölgeschmack. Stimmt. Also, ja, wäre mir jetzt gerade nicht so gut. Stimmt, ja. Außerdem finde ich den auch nicht ganz so paradiesisch so. Es sind nicht so viele Palmen hier, es sind eigentlich eher nur, also Bäume halt. Laubbäume. Laubbäume und das ist dementsprechend auch viele Blätter und so. Ja, genau. Das Wasser ist aber glasklar, geht schön flach rein, der Sand ist auch schön. Stimmt. Aber es ist irgendwie insgesamt ein bisschen mülliger jetzt. Es ist jetzt kein Müll in dem Sinne, eben Blätter, aber es ist nicht so Bilderbuch, ne? Gestern Abend waren wir hier, da war es aber schön vom Flair her, weil hier doch viele Restaurants auch sind. Und die Sonne ging halt hier unter, ne? Da kamen alle raus und haben das bewundert. Das ist natürlich schon schön, ne? Ja, also toller Spot zum Sunset beobachten und hinten dran sind viele schöne Restaurants hier. Also das lohnt. Wo wir jetzt unbedingt hingehen, kann ich mehr. 12 Uhr Mittag, erstes Essen des Tages. Leute, wir sind gerade in Haris Kitchen. Absolute Top-Empfehlung. Eins der günstigsten Restaurants meiner Meinung nach hier auf der Insel. Man zahlt echt deutlich weniger als in anderen Restaurants und die Qualität ist so, so gut. Ich habe einen Penang Curry, das ist der Wahnsinn, der Papaya-Salat ist der Wahnsinn. Alles, das ganze Ambiente, die Leute sind so freundlich, also top, top, top Empfehlung. Schreib's nochmal in die Infobox. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben den nächsten Tag, wir haben gestern einfach nach dem Mittagessen den Tag gemütlich ausklingen lassen, ein bisschen gearbeitet und so. Und ich stehe jetzt gerade vor unserem Häuschen und wir wollten euch natürlich wieder eine Roomtour machen. Also das ist unser kleines Häuschen. Sehr, sehr schön und für Kuyaoyai vom Preis-Leistungs-Verhältnis auch sehr in Ordnung. Hier ist alles relativ teuer. Ich zeige es euch jetzt mal. Wir reisen heute weiter, deswegen ist das Zimmer jetzt nicht ganz so hübsch, wie wenn ihr natürlich das erste Mal reinkommt. Aber es ist ein großer Raum, wie ihr sehen könnt, mit Kühlschrank, mit Wasserkocher, mit Schrank sogar. Ein großes, bequemes Bett, eine super gute Klimaanlage. Hier habt ihr auch nochmal Ablagefläche. Der Raum ist auch relativ hell, weil ihr vier Fenster habt. Also das ist echt ganz schön. Und da habt ihr auch nochmal einen Spiegel, Ablagemöglichkeit. Und ein Bad mit einer warmen Dusche, also echt alles, was das Herz begehrt. Für, ich blende es euch ein, 1100 Baht die Nacht. Wie gesagt, Kuyaoyai ist ein bisschen teurer. Wir haben ja jetzt 3 Nächte auf Kuyaoyai verbracht und haben so ein ganz gutes Gefühl, glaube ich, für die Insel bekommen und wollten jetzt euch auch unser abschließendes Feedback geben, weil wir selber auch lange überlegt haben, sollen wir hierher reisen, was erwartet uns hier. Ich fand es ganz schwierig, gute Informationen über diese Insel zu bekommen. Und ja, wie war es für uns? Es war gemischt, könnte man sagen. Also was ich hier so sehr genossen habe, war diese Weite, diese wunderschöne Natur. Also wenn man hier Roller fährt, dann ist es ein unglaubliches Freiheitsgefühl. Man fährt durch den Dschungel, durch die Berge. Es ist weitläufig, links und rechts das Meer und macht einfach Spaß. Es ist wenig Verkehr und trotzdem sind die Straßen angenehm zu befahren, also nicht zu viele Schlaglöcher oder so. Und eine Schlange haben wir auch gesehen auf dem Roller, gell? Ach, stimmt, ja, genau, schwarz und glibberig. Genau, und einen Skorpion haben wir gesehen. In dem Moment, wo ich die Schlangen gesehen habe, hat es mich im ganzen Gesicht gejuckt. Ich war so eine Reaktion. Auf jeden Fall, es ist echt Natur hier und es fährt sich total geil mit dem Roller. Also die Straßen sind angenehm zu fahren und man hat viel, viel Natur und das habe ich sehr, sehr genossen. Ja, genau, wir haben auch den schönsten Sternenhimmel letztens auf dem Roller auf dem Heimweg gesehen. Also die Natur ist hier schön, genauso wie die Strände. Also ich bin ja so ein kleiner Strandfreak und ich stehe auf geile Strände. Ich liebe es, wenn das Wasser klar und türkis ist und der Sand schön, oder? Gell? Da kann ich immer ausflippen. Und hier waren sie schon sehr paradiesisch, also teilweise sehr glasklar, türkis.
menschenleer, also wir waren echt immer alleine an den Stränden. Und da kommen wir nämlich zum nächsten Punkt, woran es unter anderem vielleicht liegt, dass hier trotzdem der Funken nicht übergesprungen ist. Und zwar, wir haben es gerade gesagt, wir waren immer alleine an den Stränden. Das ist ja geil. Aber auch ansonsten war alles hier sehr ausgestorben. Es war kein Urlaubsflair. Was vielleicht daran liegt, dass es hier sehr viele Luxusressorts gibt und die Leute nicht aus ihren Ressorts rausgehen, aus ihren Hotels. Die bleiben dort, machen Honeymoon und so weiter. Man sieht wenig Leute und es stellt sich doch wenig Flair ein. Ja, genau. Also viele Luxusressorts, die Leute eher bei sich halten. Und wir glauben auch, dass es an der muslimischen Kultur liegt, die so ein bisschen verschlossen wirkt einfach. Nicht so Thailand-Feeling, so jeder verkauft an jeder Ecke und wenn derjenige es dann vielleicht nicht hat, dann geht er zum Nachbarn und holt es da und so weiter. Also dieses Feeling. Ja, jeder macht Scherze und sowas. Ja, genau. Ich habe dann so ein paar Witze auch bei der Massage gemacht und so und die Leute haben mich dann da so freundlich angeschaut und so, ja, er macht einen Witz und so. Aber die sind nicht so voll mit drauf. Sonst gehen sie eigentlich mehr drauf ab und so und das ist jetzt nur ein Beispiel, aber es überträgt sich einfach. Auf der gesamten Insel haben wir immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, ja, ist eher so ein bisschen verschlossen. Dann. Und unterkühlt so, ja genau. Und wir kannten das ein bisschen aus Koh Lanta, aber da war die Mischung aus muslimischen, thailändischen Leuten und aus buddhistischen Leuten mehr so gemischt als hier. Hier sind wirklich hauptsächlich Moslems. Und es kann daran liegen und eben an den Ressorts. Und deswegen verlassen wir jetzt Koh Yao Yai auch mit einem guten Gefühl. Also wir hatten eine schöne Zeit, finde ich, oder ich hatte eine schöne Zeit, aber es ist jetzt auch okay zu gehen. Ja, ich hatte auch eine sehr schöne Zeit hier, 3 Tage, aber die reicht mir jetzt. Also das passt jetzt, so habe ich gesehen und weiß, habe ein gutes Gefühl hier jetzt, hier gewesen zu sein, aber hier jetzt auch gehen. Ist das auch dein Gefühl so jetzt des Tages oder der Inselzeit, dass du sagst? Genau, ja, ich habe ein gutes Gefühl, weil ich es entdeckt habe, erforscht habe und ich habe es auch schon in der Tiefe erfahren, so kam es mir vor. Ja, ich freue mich trotzdem jetzt zu gehen. Für mich auch so, time to say goodbye und es ist gut und man kann es abschließen. Und damit schließen wir jetzt auch das Video ab. Es würde mich freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert, damit ihr kein Video verpasst. Und lasst uns unbedingt einen Kommentar da, ob ihr hier schon mal wart oder ob das eine Insel für euch wäre, die ihr euch gerne mal anschauen wollt. Genau, und dann geht's auf die nächste Insel jetzt. Bis dann, wir freuen uns. Tschüssle.